da oben ist klar. Ich und meine Fahrkünste. Das Paket ist gesichert. Wir gehen. Irgendwo ist da auch noch einer. Die Chance nutzen wir doch. Vielleicht finden wir da was. Ja, da. Medigel und noch ein bisschen Zeug. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob man das vorher auch schon machen konnte, in diese Seitengänge zu gehen. Naja. Da gerade runter oder habe ich mich noch. Nee, da ging es runter. Da. Da sind sie. Trauen sie immer nicht aus ihren Verstecken aus. Eine Kiste. Kaum zu glauben, dass diese Gebäude nach 50.000 Jahren immer noch stehen. Ja, das stimmt. Heutzutage würden die wahrscheinlich nicht so lange durchhalten. Nein, da ist unser. Scanner sind blockiert, also muss ja doch irgendwo was sein. Die Geth verschwenden wirklich keine Zeit bei ihrem Einzug. Wenn wir mal drin sind, werden sie sich heftigst wehren. Was macht er denn da? Ich will da rein, lass mich rein. Oh.
Ja, ah doch, da oben kriege ich noch einen. Ha! So, den Rest müssen wir so machen. Ach, da ist nichts mehr. War perfekt. Erstmal umschauen, ob wir noch was zu looten haben. Doch, da, glaube ich, oder? Ist das was? Nö, Schrott. Ist auch keine Taschenlampe haben, ey. So dunkel sieht man hier kaum was. Und kommt auch nicht weiter. Da hinten ist ein Schild. Leichte Dechiffrierung. Ja, die nehmen wir doch mal direkt. Da werden wir bestimmt auch überrascht, weil da irgendwas drin ist. Da können wir auch mal mit Universal kommen. Haben wir ja genug. Okay, hier ist doch nichts. In gewisser Art und Weise klingt sie unheilvoll, aber trotzdem irgendwie angenehm und passend vor allem. Da kommen wir wahrscheinlich noch nicht durch. Wir können dieses Feld nicht zerkratzen. Wir müssen einen anderen Weg nach drinnen finden. Warum willst du ein Feld zerkratzen? Wie man sieht, wie er da dran hockt und kratzt wie so eine Katze. Sieht aus, als geht es hier nur nach unten, Commander. Gut erkannt. Erst schießen, dann Fragen stellen, ne? Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Warren. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Wir holen Sie raus, sobald wir wissen, was die Gate suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das Sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach Sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit dem Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. Sie können die Kabel einfach durchschneiden. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin nur eine Forschungsassistentin bei Exogeny. Ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen. Ich weiß nicht mal, ob sie es lebend hier rausgeschafft hat. Sie ist bei anderen Kolonisten. Im Moment ist sie in Sicherheit. Sie lebt? Gott sei Dank! Ich dachte, ich wäre als Einzige übrig. Bitte, Commander, schalten Sie einfach dieses Feld aus, damit ich meine Mutter wiedersehen kann. Sagen Sie mir, was Sie über den Torianer wissen.
Ich weiß wirklich nicht sehr viel über ihn. Ich glaube, es ist so eine Art Pflanzenwesen. Ich weiß, dass er sehr alt ist. Sogar tausende von Jahren. Warum haben die Geth Ihrer Meinung nach Interesse an dem Torianer? Es ist nur eine Pflanze. Ich wüsste nicht, warum die Geth das interessiert. Exogeny hat sie untersucht, aber nichts Besonderes entdeckt. Oh gut, Exogeny auf die ist es auch nicht wirklich verlassen. Also von daher muss das nichts heißen. Sie bleiben hier. Ich werde ein paar Türen öffnen. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Jupp. Schengel. Oh, Gesellschaft. Die laufen irgendwie so seitlich. Ich finde es auch komisch, dass man nicht springen kann. Der Shepard ist nicht in der Lage zu springen. Na gut, andererseits auch nicht überraschend bei seiner Sprintkunst, die er drauf hat, ne? Diese 5 Sekunden, ne, sind ja noch nicht mal 5 Sekunden. Da ist nichts, da geht's rein. War da hinten noch was? Überall erstmal umgucken. Kann ich hier ins Feuer laufen? Ja, kann ich. Manchmal verstecken die auch noch in den allerhinterecksten hinterecksten Ecken irgendwelche Kisten, aber hier nicht. Vor allem das nennt er Sprinten. Das ist jetzt gerade Sprinten, was der macht. Jetzt außerhalb von dem Sprint, wenn er eine Waffe hält oder im Kampf ist. Das ist doch gemütliches Joggen. Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Nein, ich will kein Protokoll prüfen! Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg! Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Danke für den Hinweis. Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? Warum Elizabeth? Das muss er nicht fragen. Er hat ja die Karte. An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. So unterhalb, oder wie? Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Ah, das erklärt auch das seltsame Verhalten zum einen von den Leuten, das erklärt aber auch mal wieder, dass Exogeny ein Haufen Arschlöcher ist. Weil die sich einfach mal sagen, ja, wir infizieren die und gucken, was passiert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden?
Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Kein Wunder, dass Sie sich so merkwürdig verhalten haben. Ihr Pilot sollte gewarnt werden. Könnte nicht schaden, ja. Sagt er beides das Gleiche. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen dieses Feld ausschalten und zurück zu Zeus Hope. V.I., was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Was weißt du über die Gate? Ich habe keine genauen Daten über die Gate und wie sie mit der Einrichtung zusammenhängen. Alle Sensoren wurden seit ihrer Ankunft absichtlich ausgeschaltet. Ich will etwas über die Exogeny Corporation erfahren. Die Exogeny Corporation ist ganz vorn, wenn es um die menschliche Ausbreitung in einer neuen galaktischen Wirtschaft geht. Sie finanziert koloniale Entwicklungen und sichert Ressourcenrechte, um unser Fortschreiten als Spezies zu sichern. Weitere Fragen zu den Firmenrichtlinien können während der normalen Geschäftszeiten direkt an den Verbraucherinformationsdienst gerichtet werden. Wer ist hier auf verantwortlich? Wer hat die Studie organisiert? Alle Entscheidungen über die örtliche Analyse und Beschaffung von Ressourcen werden vom Management vor Ort gefällt. Sie werden nur dann dem Vorstand zugeteilt, wenn die saisonalen Quoten unter- oder überschritten wurden. Die einzelnen Mitarbeiterunterlagen sind vertraulich. Erzähle mir etwas über den Torianer. Spezies 37 wurde vor einigen Wochen entdeckt, als ein kleines Team mit Sporen infiziert wurde, als sie die Ruinen nahe des Zeus Hope Außenpostens untersuchten. Der Außenposten wurde sofort unter Quarantäne gestellt und die Untersuchung der Infektion begann. Innerhalb von 21 Tagen wiesen 58% der Kolonisten Verhaltensänderungen auf. Innerhalb von 28 Tagen waren es 85%. Wie groß ist dieses Ding? Der Torianer scheint ein diffundiertes Wesen zu sein. Seine kognitiven Fähigkeiten sind in großen Nervenbündeln zentriert. Seine Daten erhält er jedoch von Ranken, die sich Kilometer weit erstrecken. Wir haben Bündel von ungefähr einem Meter Durchmesser entdeckt. Sie scheinen jedoch nicht auszureichen, um das riesige sensorische Potenzial, das er besitzt, zu koordinieren. Er scheint solche Stimulationen einfach langsam zu verarbeiten. Oder es gibt vielleicht ein größeres Nervencluster, das wir bisher noch nicht entdeckt haben. Ist er intelligent? Können wir mit ihm verhandeln? Der Torianer weist nicht das Verhalten eines Räubers auf. Das Freilassen von Sporen ist ein Überlebensakt, keine Aggression. Er erzeugt fortgeschrittenes Verhalten in den Menschen, die er versklavt. Wir müssen jedoch noch herausfinden, ob er Menschen mehr als ein Werkzeug erkennt oder zu erkennen vermag. Er ist ausreichend fremdartig, um derzeit einer Klassifizierung zu trotzen. Weißt du, wie diese Kreatur ihre Sklaven kontrolliert? Die Willensunterdrückung zeigt sich als intensiver Schmerz, wenn Befehle ignoriert werden. Die Wirkung ist schlimm genug, dass Subjekte bald selbst bei kleineren Rebellionsgedanken konditioniert werden. Beobachtungen haben gezeigt, dass der Torianer seine Sklaven utilitaristisch betrachtet. Sie sollen offenbar nicht verletzt werden, so wie ein Handwerker auch sein Werkzeug schont. Solange nichts gegen die Ziele dieser Kreatur unternommen wird, können die Subjekte ein normales Leben nachahmen, bis sie für eine spezielle Aufgabe eingeteilt werden. Das erklärt, warum der Typ da unten, dieser Ian, so durchgeknallt war. Ne? Der versucht sich zu widersetzen und hat dementsprechend dann die Kopfschmerzen. Wo ist das Zentrum von diesem Ding? Der Torianer existiert als ein Netz von Ranken, das sich über fast die gesamte untere Fläche von Pharos erstreckt. Die Beobachtung von versklavten Personen deutet darauf hin, dass es vielleicht Hauptcluster gibt, die von Leibeigenen bewacht werden. Leider ist die direkte Beobachtung von Spezies 37 begrenzt oder nicht vorhanden. Bitte rufe meine persönlichen Daten auf. Elizabeth Bainham, Forschungsassistentin, biomedizinische Abteilung. Freigabe für Sicherheitsstufe 4. Sie stehen momentan unter näherer Beobachtung aufgrund von Streitigkeiten mit dem Management in Bezug auf die bestehende Firmenpolitik. Diese Sanktionen könnten wieder aufgehoben werden, sollte Ihre nächste Bewertung besser ausfallen. Was hat die Bewährung veranlasst? Sie wurden als streitsüchtig eingestuft in Bezug auf die Operationen des Zeus Hope-Projekts und ganz besonders in Bezug auf die Handhabung der infizierten Kolonisten. Infolgedessen wurden sie damit beauftragt, für die Dauer der Observation die Sicherheit der Kolonisten zu überwachen. Sie hat also ein Gewissen, aber dagegen, dass man Menschenversuche durchführt. Ja, finde ich gut. Das reicht im Moment.